Die Sarah. Die Sarah ist so strong, Who's that Pokémon? No way for you! Ist denn der Blackfire Nerf spürbar? Ja, klar. Der Blackfire Nerf. Leute, Blackfire Torch wurde insane genervt. Das wurde um 25% genervt. Der Dot-Schaden davon. Das ist ein insaner Nerf, so schnell. Der Patch kam und 17 Stunden später wurde es genervt. Warum machst du eine Diät? Es ist rausgekommen, dass der Grund ist, warum ich immer krank werde, ist ein sehr simpler. Und zwar hat es mit Sodbrennen zu tun. Das heißt, wenn ich jetzt das hier bin, ne? Warte, wir müssen den Magen so. Warte, dann hier ist euer Magen, ne? Und im Magen ist Magensäure. Die ist gelb, ne? Aber ich mache sie grün, weil dann seht ihr sie mehr. Und praktisch, wenn ihr sehr fettiges Essen, also wenn ihr das übersäuert, dann kriecht es die Speiseröhre hoch. Und ich habe eine extrem angriffige Variante davon. Das heißt, wenn das bei mir hochgeht, dann greift das die Luftröhre an und die Atemwege. Und deswegen bin ich ständig krank. Deswegen ist mein Kehlkopf ständig entzündet. Deswegen ist mein, bin ich immer heiser. Meine Stimme ist schlecht. Jetzt zum Beispiel gerade habe ich wieder entzündete Schleimhäute. Deswegen, wisst ihr. Und du musst da, also praktisch, wie ich das unter Kontrolle bekommen kann, ist, dass ich vorsichtiger esse, sauberer esse und abnehme. Und das ist natürlich was sehr, sehr Gutes, dass es so was Harmloses ist, was man leicht in der Kontrolle hat. Aber es ist jetzt natürlich, erstmal schwierig, weil ich muss halt jetzt meine Ernährung umstellen bisher. Und das ist hart. Das ist wirklich hart. Weil ich habe davor halt einfach alles gegessen, worauf ich Lust hatte. Aber Cola macht das nicht einfach mit der Säure. Ja, deswegen trinke ich ja keine Cola mehr. Ich trinke nur noch Wasser und Tee. Ich bin auf null Cola umgestiegen. Ich habe halt einfach, wisst ihr, ich habe immer so Fressattacken gehabt. Das war das Problem. Ich hatte so Fressattacken, wo ich praktisch innerhalb von kürzester Zeit unglaubliche Mengen gegessen habe. Das ist das Problem gewesen, wisst ihr? Du bist ein Coach, der dich berät, nicht böse gemeint, aber man merkt einfach, dass du nicht sonderlich viel Ahnung von Ernährung hast. Ja, oder du hältst einfach mal deine Fresse. Ich habe schon mal 55 Kilo abgenommen. Ich weiß, was bei mir funktioniert und was nicht. Womit ich mich wohlfühle und womit nicht. Das war absolut nicht böse gemeint. Nee, das hast du auch wirklich sehr konstruktiv geschrieben, du Wichser. Du kriegst jetzt ein Permaband. Nee, kriegst mal 14 Tage. Like, was, warum? Du schreibst es. Was sind das für Nachrichten? So, was nehmen wir denn hier? Wir spielen gegen Aurelion Sol. Ich hab irgendwie, ich mag Brent gerade. Wollen wir nochmal anzünden gehen? Der ist aber nicht so gut in dem Game hier. Lass uns nochmal Brent spielen. Brent is it. Oh, weiß nicht, was ich von dem Plan hier halte, so, persönlich. Let's go. Oh, hallihallo. Ja, wie spüren das an hier? Ja, weiß ich auch noch nicht so ganz. Also, Zyra Jungle finde ich crazy persönlich. Ist jetzt wahrscheinlich da oben reingegangen. Crazy. Ja, ist umrundet, glaube ich. Ja. Ist es winning? Nein. Ich schon? Ja, ich glaube, es ist winning noch. Das ist hart losing. Also, ich bin tot. Du bist tot. Ich glaube, wir laufen einfach gnadenlos nach vorne hier. Ja. Wait. Ihr seid alle tot. Kapachungus? Oh? Wait, actually? Wait, Varus ist jetzt gesteckt. Aber da ist auch, ne? Wait, ist. Shit. Ich glaube, die hatten da ein Wort. Ne? Was? Das gibt's nicht. Oh, zum Glück. Ja. Danke dir. Das war sehr, sehr gut von dir. Weil dann. Er verliert immer ein bisschen was da. Das ist gut. Ja, auch down für den Botling Gang hier. Also, ich glaube, hier nach so einem Level 1 machen wir das zu einer harten Shitshot, to be honest. Ich weiß nicht, ob es so. Meinst du, das ist wirklich so schlimm? Nicht zwingend, aber die Tristana hat halt auch kein Flash. Ich glaube. Unser Top-Laner Tobi Wonti hier, glaube ich, relativ einfach. Ja, so gut gespielt, wow. Ist trotzdem tot, aber es war ein Zern gespielt, ne? Bebe, ich spüre meine Beine wieder nicht. Da, also da war aber sehr gut von ihm gespielt. Ich glaube, der kann spielen. Der ist. Ich komme, wo ich meine. What is he doing? Wenn du lebst, ist er tot. Ja. Ich habe 5 Sekunden noch meine Nähe, dann kann ich auch turnen. Der muss für dich gehen, Vorsicht. Das ist ein ich wusste dein EQ doch nicht. Bin ich zu früh geflasht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das einfach nicht reingehen sollen. Das auf jeden Fall. Aber ich sag mal, also ich glaube, das ansonsten, ich glaube, das war zu. Du wärst tot gewesen, glaube ich. Also ich sag mal, unsere Botlane ist jetzt hier auch super gut dabei. Und kein Cleanse mehr auf. Das war Farm ist nicht so gut, aber. Kann auch noch. Warte, ist ja. Nee, sein Flash ist immer noch nicht. Aber ich habe noch einen Timer und ich glaube, ich kann den Void hier easy avoiden und auf ihn drauf gehen. Sorry. Hätte ich avoiden sollen. Nein, also, ich muss. Nein, da kannst du doch nichts für, was? Da dreht ihr da doch nicht ein, das ist doch my bad. Komm, ja, genau. Ja, zwei. Hat er noch eine Stun-Karte?
Ich habe 2 Sekunden auf mein E, dann kann ich reinfahren. Dann noch ist dann gerne. Das ist crazy. Schau, okay, wir drücken nicht Tab und schauen nicht Zyra's Creeps an und das Game ist in einem Fine State. Ja, yeah, Midlaner von denen ist sehr schlagbar. Ich sag dir, wie das ist, der ist schlagbar. Der ist schlagbar. Wir haben das. Einfach nicht Tab drücken. Ja, wir move. Zieh sie an. Ich kann sie siedeln. Das macht mich wütend. Ich raus, bin ich rein. Nice. Genau. Ich würde gerne die Goobies contesten, aber die Zyra wird hier contesten. Safe, aber wir haben TF-Ulti, sollte eigentlich voll free sein. Komm. Ja, sie hat keine Ulti. Die hat einen Smite-Up. Okay. Hm. Oh nein. Scheiße, kommst du raus? Nee, ich bin auch noch tot, ne? Ja, der war da schon Rylas. Ich würde gerne zu dir kommen natürlich und dich retten. Passing, was macht denn Passing? Hä? Aber warum wow, die Oriole, das ist also Mitte, die in. Ich liebe das. Genau das brauche ich auch. Ich komme. Die hat geflasht. Hier wird gespielt, um mich zu nerven. Ich habe die Theorie schon aufgestellt. Hat sie nicht geultet? Ja, hat sie. Ist sie die. Oh, ich bin tot. Denke. Ja, können wir. Nee, können wir nicht. Wieso? Weil dann Brand. Braun kommt. Ich bin tot. Leave me. Wieso? Nein, wir können nicht. Leave me to. Weiter. Warte mal. Es tut mir voll leid. Du hättest einfach zeigen okay. können, ja, ich bin ultra strong, du. Ich farm halt ein bisschen wenig. Oh mein Gott. Ja, ich meine, das ist kein Farm-Game. Das ist ja, sicher was. Das ist ein Brawler-Game hier. So viel, boah, sexy. Mitkommen. Irgendwas hat mich gestunt. Und ja, ich kann einfach CC'd werden. Du kannst CC'd werden, ja. Next one in 40 Euros, nicht fast, right? Der ist schon tot. Oder? Ja, TF ist so stark mit seinen, nein, warte, was? Ja, der TF carried richtig hart. Ich komme? Ja, ja. Oh, okay. Nehmen wir, glaube ich. Da kommt der Zyra. Achtung. So, wie schnell machen die das? Machen die das innerhalb von 5 Sekunden? Insane, oder? Ja. Okay. Vorsicht. Ich bin mühsam. Fuck, mal leid. Die werden da starten, da kommt ein Solo reingeflogen mit der Goldie. Fuck! Nein. Oh nein, Mann. Können wir den Drake nehmen in einer Minute? Ja. Ich glaube, wir sollten auch noch stark genug sein zu fighten. Aber wenn wir zuerst am Objective sind, ist es auf jeden Fall sehr, sehr viel leichter für uns zu fighten. Weil wenn wir in die Säure reinmoven müssen, ist es bestimmt ein Desaster. Ein Braumschild? Ich habe Flash Ruhig, theoretisch. Ich weiß noch nicht. Ist gut, oder? Nee. Und sehr viel used, Achtung. Ich glaube, wir spielen einfach legit mit Karten. Karten mit Drake starten. Mitkommen. What? Nein. What? What? Was hat die denn aus meinem W rausgezogen? Aber wir haben verloren, ne? Das Game. Ja. Aber was hat die denn da aus der. Wait. Die wären tot gewesen, glaube ich. Ich wurde von irgendwas genockt. Die Zyra-Ult vielleicht? Also ich habe Flash-Ultied und dann wurde ich ge. Ich dachte, die bleiben stehen, aber die haben sich so bewegt dann sehr, sehr plötzlich. Mit dem TF holen wir auch. Ja, aber kein Schuss. Die Zyra. Zyra ist so fucking strong, Okay, dann machen wir es Ult mehr, versucht. Das ist so Bullshit, dass ich CC werden kann. Ne? Das nervt mich sehr. Also, ich wurde das zweite Mal jetzt in meine Ulti-Animation gepult. Das ist so bad. Schade, Mann, ey. Das Ding sah so gut aus zwischenzeitlich. Aber dann der eine Throw. Für den 5 bin ich da. Ich weiß halt nicht mal, ob wir irgendwas machen können gegen die. Wir haben hier. Das ist absolut crazy. Der sollte tot sein. Ich glaube, was der nächste Cringe ist, noch nicht.
Backhand Flush, nice. Ja, jetzt wieder Helms Klamm Aktion, ja. Ich glaube, macht die Soul irgendwas aus wahrscheinlich nicht, ne? Dass wir die bekommen würden. Das ist leider die schlechteste. Der Stern kommt runter, nice. Das ist actually wahrscheinlich noch wichtiger als der Kill. Also die benutzt er. Shutter noch, die auch gut. Ich glaube, sogar noch eine Greedy raus hier unten. Die werden eh top gehen, oder? Okay. Soll ich vielleicht Void hier gehen? Meinst du, Void ist besser? Ja, eher, ne? Ja, selfish. Ich hab ein bisschen Mask. Ich geh erstmal ein Oblivion Orb. Das ist das Beste, was ich mir kaufen kann. Vorsichtig. Doch, gesing. Ich bin ein Spieler da. Gut. Ich muss erstmal raus. Wer habt den? Nash? Das ist Nash für uns. Wir müssen jetzt da mit Nash machen, dann haben wir eine Chance. Wir müssen jetzt hier mit Nash machen. Vielleicht macht die den, ne? Hallo? Mit Plexi-Stack. Warum gehen wir nicht rüber? Vor was haben wir Angst? Die hat den. Ja, die hat den. Die hat Pflanzen gesteckt. Du musst da rüber. Ja. Wir müssen Drake machen dann. Kommen wir von der Seite? Okay. Crazy, man. Ach, diese Pflanzen. Das ist ja völlig unplayable. Also, warum sind wir da nicht über den Nashwand rüber gegangen? Das verstehe ich nicht. Okay. Die hat kein Flash-Desire, aber I don't know if it's enough. Like, Alter, die ist so OP. What the fuck? Ja, vielleicht auf. Na, ich hab die Ult nicht mehr rausgekriegt, Leute. Also, er hätte nicht wirklich was geändert, aber ein bisschen Schaden, da können sie vielleicht nicht enden. Actually, sehr interessant, die Zyra, ja. Ja, das wird direkt eine Pflanze alleine ist der Teamfight für dich vorbei, ne? Wenn die dich. Also, wenn die beten kann. Vor allem mit Flash, dem Buff. Arenon ist in der Mitte. Hat auch kein Flash. Ja, am besten wartest du noch. Ja. Ich glaube, wir sollten Inhibs tatsächlich droppen. Ja. Aber die machen jetzt aber Nexus. Ja, okay. GG. Also, ich muss sagen, dass mit dem CC in meiner Ulti stört mich sehr. Das muss ich. Also, das ist crazy. Schade, spannendes Game. Also, nach dem super schlechten Early haben wir noch ganz gut recovered, muss ich sagen. Eigentlich free das Game. Boah, das stört mich ein bisschen mit. Ja, ich meine, wir haben 5-4 haben wir jetzt gespielt, oder? Ich glaube, also immerhin ein kleines Plus. Ich meine, ein gutes Game. Also die Dings hat, die war echt super, 4-4. Super, super widerlich. Wie? Mein Herz, 4-4, glaube ich. Ich muss echt sagen, diese neue Season macht wahnsinnig Spaß gerade. Mit Duo-Queue, mit den neuen Items, neue Sachen, die stark sind, schwach sind. Zyra gerade, also diese Doppel-Poke-Debuff-Scheiße sieht echt sehr, sehr unangenehm aus. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund. Team that'll win, I say cool, 'cause it's gonna be whichever one I'm